Hallo und ja, wir sind wieder zurück. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Part gleich da ranhängen werde, aber ich nehme schon im Voraus auf. Und ja, hier haben wir unseren Steve Müller oder Mühler. Da sah es aus wie Mühler, aber okay. Dann müsste standen da zwei L? Keine Ahnung. Also ich habe nur. Das sind zwei L. Gut, dann heißt es Müller. Ja. Ich habe einen kleinen Bildschirm gemacht, weil ich sonst nicht aufnehmen kann. Und ja. Wollen wir ein fertiges Haus holen oder uns ein Haus erbauen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde fürs Erste, würde ich sagen, ein Haus schon so haben. Und dann können wir dann, wenn wir später eine Familie haben, können wir dann in Baustadtmodus da. Ja, guck doch erstmal nach einem schönen Haus, das wir uns leisten können, möbliert. Oder unmöbliert. Ich hole mir immer das teuerste, das weil es da, weil in, weil die teuersten sind immer noch die schönsten, aber das nehme ich nie wieder. Einmal und nie wieder. Das sieht scheiße aus von innen. Das hast du noch nie gesehen. Ich weiß, aber ich sag's trotzdem. Hier. Und das ist zu klein. Und wir wollen eins hier in der Stadt, weil hier in der Stadt ist, sind die Arbeiten und auf der Seite ist nichts. Aber hier ist ein schönes Haus. Aber ich gehe da nicht hin, weil es am Friedhof ist. Weil da kommen die meisten Zombies. Das war nämlich so. So, dann nehmen wir einfach am besten das hier, oder? Das ist. Dann haben wir zwar am Ende nur noch wenig Geld, aber dann kann ich mit Motherlode aufholen. Aufholen. Und dann würde ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, und fangen wir mit, haben wir unser Haus jetzt hier so, ne? Nur noch 472, okay. Dann können wir gleich mit dem Spiel beginnen. Sobald ich Motherload gemacht habe. Ja. Ihr könnt auf Shift, Strain und C könnt ihr dann eingeben, was ihr dann cheaten wollt. Ja, zur Übersetzung. Wenn ihr Minecraft kennt, da wo ihr von euch da bückt. Wo ihr in die Hocke geht, das ist es. Da müsst ihr drauf klicken auf die Taste auf dem Toter STRG und C, dann habt ihr genügend, also die drei gleichzeitig. Und gleichzeitig kurz drücken, dann habt ihr es. Dann könnt ihr euren Cheat eintippen. Ja, man wird doch gar nicht sehen, wie wir den Cheat eingeben. Was? Man wird das gar nicht sehen. Doch. Man wird aber nicht sehen, was wir eingeben. Ja. Weil es nicht größer geht. Ja. Ihr seht auch, es ist ein winziger Teil abgegrenzt. Jetzt nicht mehr. Super. Okay, jetzt. Ja, jetzt sind wir ein bisschen, aber das ist ja egal. Ja. Ich merke mir gerade die Zeit. 14.01 Uhr haben wir aufgehört und 11 Minuten. Ja. Gut. Ich verstehe nicht. Bei den meisten Häusern ist es so, dass das hier immer dabei ist. Ich verstehe es nicht. Wofür braucht man das? Die Sims können doch sowieso nichts damit machen. Ja, ich frage mich auch. Wahrscheinlich ist es nur zur Verzierung. Schätze ich auch. Ja, und bei all meinen Sims habe ich bisher eigentlich bei fast Und übrigens, wenn ihr sowas habt, wo die Stühle dran kleben, nehmt die Stühle ab. Weil so verdient ihr mehr Geld, wenn ihr es dann entfernt. Weil so hätte er jetzt nur 190 Simoleons abgebaut, also mit nur den Tisch. Aber die Stühle mit, also die verarschen euch manche. Also die verarschen euch dann da. Für was brauchen wir zwei Betten? Wir brauchen nur eins. Ja. Die sehen so grässlich aus immer. Ja. Bei jedem Haus sehen die immer so grässlich aus. Mhm. Und wenn wir dann hier sind, auch immer die Sträucher und alles. Die können wir doch gar nicht, wenn wir die benutzen. Und das ist Vollmond, die werden uns doch alle nur weggefressen. Ja. Und zur Info, schreibt in die Kommentare, bitte. In einem Video hatte er das ja schon erwähnt.
dass sie mal wieder. Also sag jetzt mal, sie hat nämlich gesagt, warum, schreibt ihr nicht in die Kommentare. Und es wäre besser, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet. Yep. Ja, selbst mal cheatet ihr ein bisschen. Ja, ihr habt es nicht gerade kurz gesehen, wie Mollerlode geschrieben wird. Ja, ich schreibe, ich weiß, ich schreibe schnell. Ja, und jahreslanges Training, 5 Jahre, nee, Scherz. So nennt man ein Jahr. Ja. Ja, ich hole mir lieber den hier, der sieht schöner aus. Ja, den kannst du dir auch in verschiedenen Farben holen. Ja, ich will mir auch einen in Rot holen. Oder in Es gibt keinen. Warte mal, nee. Warte mal, der Schwarze sieht irgendwie dafür cool aus, ne? Ja, ich hole mir den. Ja, wenn mein Vater das mir erlaubt, so einen Laptop da. Aber ich kann es euch natürlich nicht zeigen. Da habe ich mir ganz viele Autos geholt. 2 Autos auf. Also ich habe auch noch eine eigene Welt. Die gehört mir und meinem Bruder. Ja, ich habe ja schon in den letzten erwähnt, dass ich einen Bruder habe. Da kann es sein, dass. Ja. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Ja, ich habe mir das Video schon angeguckt. Man hört mich. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich kaufe mir immer den Fernseher, wo man nicht in die Wand macht, sondern auf den Boden stellt. Meinst du den hier? Ja. Ja, der sieht auch so gut aus. Das ist nämlich der Fernseher, wo bei mir steht, bei mir zu Hause. Echt? Ja, hast du mal gesehen. Ja, plus sieht. Plus ist meiner schwarz umrandet, ich weiß. Ja. Aber der an der Wand sieht irgendwie auch gut aus, weil er so dünn ist. Aber ich nehme den. Ich habe auch zu Hause, also hier. Ich bin ja gerade zu Hause. Ja, weil ich bin bei ihr. Und wir nehmen auf. Ja, leider. Ja, und. Meine, was für eine riesen Couch. Ja, und meist hole ich mir eigentlich 2 Zweierkette, die irgendwo man. Die weiße, wo man. Ja, die hier. Die? Warte. Die hole ich mir meist 2-mal. Also die hier unten holt sie sich immer 2-mal, also die hier. Ja, die hole ich mir immer 2-mal. Weil ich habe zu meinem Spiel Sims 3, das habe ich noch gar nicht so lange, habe ich auch gleich das Erweiterungspack Jahreszeiten dazu bekommen. Ja, und wie schon, glaube ich, im letzten Video gesagt, ich habe ja auch die Sims 3. Erweiterungspacks, aber ich bin ja im Moment gerade mit Supernatural beschäftigt. Also es wird auch Jahreszeiten dabei sein, aber hauptsächlich geht es um Supernatural. Ja. Und mein Bruder wird mich zu meinem Geburtstag im Infovideo. Was soll ich sagen? Da habe ich ja schon gesagt, dass ich einen Weihnachten Geburtstag habe. Was glaube ich irgendwie niemanden interessiert hat. Ich weiß. Weil niemand was in die Kommentare geschrieben hat, also ja, irgendwas darüber. Ich weiß, ich schreck dich auf, weil ich dir die ganze Zeit zwischen das Wort rede. Ja, aber du redest ja hier auch gerade die ganze Zeit. Und ich bin eigentlich diejenige, wo das ach, toll. Ja, ich weiß. Ja, sie weiß. Ja. Ich will dich aufregen. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich hab's gepackt. Ja, und da fängt sie schon an zu lachen, wie immer. Ja, ich weiß nicht warum, aber ich mache es einfach. Ja, dann lach mal weiter. Lach schön weiter. Nö, warum sollte ich? Weil du Bock hast. Nein, hab ich nicht. Doch, ich hab keinen Bock. Warum machst du es dann? Einfach so. Jetzt lacht sie. Ich weiß. Das ist auch gut so. That's so, so gut. Ja, okay. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Also, ja. Ich bin jetzt wieder bei diesem Fernsehthema hängen geblieben. Das ist gut so. Eine Alarmanlage, man weiß ja nie. Das ist eine Diebtisch. Für Diebe. Eine Alarmanlage. Ja, wenn hier Diebe dann kommen. Ja, bei mir wurde schon 10-mal eingebrochen, weil ja, ich Millionär Kong, war. Ja, beim Kronk. Übrigens, Kronk. Guter Let's Player. Yep. Checkt seinen Kanal. Wir machen hier gerade Werbung, ohne dass wir ihn richtig kennen. Ich weiß. Das ist ja cool. Wusstest du eigentlich, dass,
Funk in Köln war, in der Lanxess Arena, bei den großen YouTuber Treffen. Ja, 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 ja. Aber da war ich nicht dabei. Ich wollte zwar hingehen, aber ich durfte und konnte nicht. Ich konnte nicht, weil ich da Karate war. Ja. Das wusste ich nicht. Hä? Karate oder so. Ja, das versteht man manchmal auch nicht. Wie gerade eben. Also, wenn ihr so verstanden habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ja. Ich hab's jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Jetzt glaube ich dir ins Wort. Dann in blabberlos. Ja, mein Bruder, der wollte mir das Erweiterungspack einfach tierisch für meinen Geburtstag schenken. Yay! Weil dann könnte ich auch meine Katzen machen. Wow, du hast Katzen, wusste ich ja gar nicht. Ich habe sie heute ja auch noch kein einziges Mal gesehen, ne? Was? Ich habe aber meine Katze schon mal gesehen. Ja, ich habe deine sowieso schon gesehen, also. Ich weiß. Aber du hast noch nie in Karuse gesehen. Doch. Auf deiner Geburtstagsparty. Ja. Jetzt sagst du nichts mehr. Ja, und meine Katze hat so einen voll bescheuerten Namen, und zwar Lilifee. Wenn man so einen Hund hat, der Lilifee heißt, also das wäre eher irre. Das ist so. Eine alte Klassenkameradin hat sowas. Oh mein Gott. Lilifee. Weißt du noch? Weißt du noch die? Weißt du noch die? Weißt du sie? Kennst du sie noch? Kennst du sie noch? Nein. Kennst du sie noch? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich habe sie noch, warte, am Freitag habe ich sie noch vor unserer Schule gesehen. Nee, das war ihre Freundin. Haha. Verarscht. Ich habe hier voll die scheiß Stühle manchmal. Ja, ich hole mir immer die schönsten, die ich finden kann. Ich nehme immer die ersten. Weil die so billig sind? Nö. Ich hole mir immer die, eigentlich fast immer die teuersten Sachen. Ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hole mir immer die teuersten Sachen, weil ich cheate eigentlich immer. Aber ich habe jetzt zwei Welten. Und ich hätte jetzt eigentlich schon 12 Welten oder so. Aber ich habe mal gespielt, habe ich dir überhaupt schon mal erzählt, weil ich habe mal gespielt und dann ist alles abgestürzt. Mein ganzes Spiel ist hängen geblieben. Dann wollte ich am nächsten Tag spielen und ich konnte gerade von neu anfangen. Wisst ihr so, wenn alle ihr das warte, ja, wenn ihr so anfängt, also so, wenn ihr halt eben anfängt zu spielen, dann wird euch ja alles erklärt. Und so war es bei mir, obwohl ich das schon länger hatte, also einen Monat. Ja, das war so, als ob du das Spiel gerade erst bekommen hättest, obwohl du es schon ewig hast, kann man sagen. Ja. Ist denn das auf dem Tisch? Oh. Ah, das ist vom Fenster. Irgendwie schreist du mir gerade etwas ins Ohr. Ja, sorry. Ich glaube, mein Ohr blutet. Vor Lautstärke. Ja. Nein. Ansonsten wäre dein Tunnelfell geflossen. Du könntest nichts mehr hören. Hey, hör mal auf, einen auf logisch zu machen. Du machst immer einen auf logisch. Nein. Doch. Ich weiß es einfach. Ich weiß nicht warum. Du schreist immer wieder. Warum schreist du so? Keine Ahnung. Hör mal auf zu schreien. Ja. Ja, sie hat aufgehört. Alle jubeln. Da fällt mir, glaube ich, gerade ein. Wir müssen aufhören. Ja. Wir machen schon im letzten Let's Play, beim nächsten Let's Play weiter und also beim nächsten Let's Play machen wir dann weiter und ciao.